OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Mit nur 35 Jahren starb der aus Vechter stammende Dichter und Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann tragisch bei einem Autounfall in London. 1975, zum Zeitpunkt seines Todes, war er durch sein literarisches Schaffen längst zu einem der wichtigsten Neuerer der deutschen Lyrik geworden. In seiner Heimatstadt galt allerdings Zeit seines Lebens als Nestbeschmutzer. Mit seinem stark autobiografisch geprägten und schonungslosen Werk musste er im Vechter der 1960er und frühen 70er Jahre erwartungsgemäß auf Ablehnung stoßen. Seit Brinkmanns Tod vor fast 50 Jahren hat sich aber auch hier der Blick auf den einst unverstandenen Sohn der Stadt gewandelt. Im Sommer 2023 wurde sogar eine Kulturstiftung gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Erbe des Schriftstellers zu bewahren und sein Werk und seine Person der Öffentlichkeit neu zugänglich zu machen. Doch wie aktuell ist Rolf-Dieter Brinkmann überhaupt noch? Wo lassen sich heute noch seine Spuren finden und was erzählen die letzten Zeitzeugen über ihn? Darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Und am Ende der Folge haben wir noch einen ganz besonderen Veranstaltungstipp für euch. Bleibt also unbedingt dran. Einfach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store. Und meine Gäste heute sind die beiden Vorsitzenden der Kulturstiftung Rolf-Dieter Brinkmann aus Vechter. Einmal Jan Stadtkus. Moin, Herr Stadtkus. Guten Tag, moin. Und Herr Professor Fauser. Moin, Herr Fauser. Moin. Herr Fauser, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind Professor für Germanistik an der Universität Vechter, beschäftigen sich intensiv mit Rolf-Dieter Brinkmann. Der Autor Rolf-Dieter Brinkmann ist allerdings schon seit 50 Jahren tot. Was hat er heute noch für eine Bedeutung? Also wir können ihn in vielfältigen Spuren verfolgen. Wir können auf verschiedenen Gebieten suchen und werden fündig tatsächlich. Man wird seine Spuren in der Musik finden, in der Popmusik. Ich kann drei Beispiele mindestens nennen. Die Hamburger Band Tokotronic hat sich immer wieder auf Rolf-Dieter Brinkmann bezogen. Blumfeld, eine Band, die mit Tokotronic verknüpft war, wie Sie wissen, hat ein Album gemacht, Jenseits von jedem, in dem sie Texte von Brinkmann verwendet. Und Sven Regener, der dürfte ja mindestens bekannt sein, hat mit seiner Band Element of Crime immer wieder Texte von Brinkmann zitiert. In der Musik ist er also doch sehr lebendig und natürlich auch in der Literaturszene. Ich will auch da nur wenige Beispiele nennen. Die berühmtesten vielleicht Doris Grünbein, der Lyriker, beruft sich immer wieder auf Brinkmann, erwähnt ihn als einen Ahnherrn der modernen Lyrik. Genauso Jan Wagner, das sind vielleicht die beiden heute bekanntesten jüngeren Lyriker. Und auch von der jüngeren Generation Daniel Falb, der zum Pennzentrum gehört. Das mag genügen. Drei Beispiele, die zeigen, dass Brinkmann tatsächlich lebendig ist. Und wenn man fragt, warum ist er noch lebendig, dann wird man inhaltlich auf seine Medienkritik verweisen können. Also Brinkmann gehört zu den Schriftstellern der 60er und frühen 70er Jahre, die intensiv sich mit modernen Medien beschäftigt haben und auch eine fundamentale Medienkritik vorgelegt haben. Er hat also die Spuren der Medien in unserem Bewusstsein zum Thema seiner Texte gemacht und sich da sehr kritisch damit auseinandergesetzt. Bleiben wir bei seinen Spuren. Er ist ein Sohn Vechters. Wo in Vechter kann man denn noch seine Spuren entdecken? Also wo kann man in Vechter eintauchen in die Welt von Rolf-Dieter Brinkmann?
Man müsste da die entsprechenden Orte aufsuchen, über die er geschrieben hat. Da gibt es nicht mehr allzu viele. Ich will das gleich dazu sagen. Ich habe mich vor einigen Jahren einmal mit einem literarischen Spaziergangsversuch beschäftigt, also ein kleines Heftchen publiziert, zusammen mit der Stadt Vechta, auf den Spuren Brinkmanns durch Vechta. Und da zeigt sich, dass nur noch wenige Gebäude auch in dem Zustand sind, den Brinkmann kennengelernt hatte. Wir haben das Wohnhaus am Kuhmarkt 1. Wir haben in der großen Straße einige Gebäude, in denen er, wie wir wissen, zugegen war, weil dort Bekannte und Freunde gewohnt haben. Wir haben natürlich Gut Welpe, das er immer wieder aufgesucht hat. Und all diese Orte spielen natürlich eine Rolle auch in seinen Texten. Man kann also auf den Spuren Brinkmanns tatsächlich durch Vechta gehen und man wird dann am Ende auf dem Friedhof, Georgsfriedhof landen, wo das Familiengrab ist. Also er ist immer noch präsent in Vechta und er hat seine Spuren auch in der Musik und in der Literatur hinterlassen, wie Sie ja gerade gesagt haben. Auf der anderen Seite, in Vechta selbst, im Gedächtnis der Bürgerinnen und Bürger, ist er ja doch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wie erklären Sie sich das, dass er außerhalb Vechtas scheinbar ja einen höheren Stellenwert genießt als in der Stadt selbst? Das ist zutreffend. Sein nationaler und internationaler Ruhm und seine Bekanntheit sind belegt. Auch seine Rolle in der Entwicklung der Literatur im 20. Jahrhundert ist unabweisbar. Seine Rolle in der Stadt hat natürlich zu tun mit Erinnerungen noch lebender Zeitzeugen, die nicht alle immer nur positiv über ihn reden, in aller Regel sogar eher negativ über Brinkmann gesprochen haben und ihn auch strikt abgelehnt haben wegen seiner allzu kritischen Einstellung gegenüber Heimat, gegenüber den damaligen Sozialzwängen in der Stadt. Allerdings müssen wir dazu sagen, je älter die Zeitzeugen werden, umso liberaler sind sie im Umgang mit ihrer eigenen Vergangenheit und umso nachsichtiger werden sie auch, wenn sie über Brinkmann reden. Das habe ich mit vielen Zeitzeugen erfahren, die heute möglicherweise ganz anders reden als vor 30, 40 Jahren über diesen berühmtesten Sohn der Stadt. Die berühmte Altersmilde also. Wie sind Sie denn an diese Kontakte gekommen? Also Sie haben, mit wie vielen haben Sie gesprochen bisher? Also es werden immer mehr, sagen wir so, je mehr ich kennenlerne, umso mehr Zeitzeugen melden sich auch bei mir. Das war anfangs ziemlich schwierig, auf die Spur der Zeitzeugen zu kommen. Dann habe ich ja aber immer mehr Nachlässe und Vorlässe erworben mit Handschriften von Brinkmann, mit Originaltexten, in denen die Namen jedenfalls zu finden waren, teilweise auch die früheren Adressen. Und von da aus konnte dann die Detektivarbeit beginnen, die ich leisten musste, um diesen Leuten auf die Spur zu kommen. Das läuft dann so, je mehr dieser Leute man kennenlernt, umso einfacher stellen sich die Kontakte her wie von selbst, weil die Leute dann untereinander auch nach Jahrzehnten wieder mal Kontakt aufnehmen und mir diese Informationen zur Verfügung stellen. Das ist also ein Netzwerk, was sich über die Jahre hinweg ergeben hat. Was erzählen die jetzt genau? Also was für Erinnerungen haben die noch an Brinkmann? Und ja, Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, die werden jetzt altersmilde, aber vielleicht ist es ja doch noch ein bisschen getrübt durch Vorurteile gegenüber Brinkmann. Ja, nicht nur. Also das kommt darauf an, in welcher Beziehung sie zu Brinkmann standen. Manche haben ihn ja nur flüchtig gekannt. Andere wiederum haben länger mit ihm zu tun gehabt. Ich habe einige Podcasts aufgenommen, die auf der Website der Neuen Kulturstiftung zu hören sind. Dort versammeln wir die Gespräche mit den Zeitzeugen. Beispiel ist seine Jugendliebe Elisabeth Piefke, die hier im Lyzeum zur Schule ging, mit der er auch in der Rhetorica Vechtensis gemeinsam aufgetreten ist, also in der im Oktober immer stattfindenden Theateraufführung. Da hat er ja in Borcherts Drama Draußen vor der Tür die Hauptrolle gespielt.
Er war ja schwer verliebt in Elisabeth Piefke und hat diesen Kontakt tatsächlich bis zu seinem Lebensende auch gehalten. Das ist dokumentiert und sie hat natürlich auch viel darüber Anekdotisches erzählt. Auch seine Gefühle, seine Gefühlswelt berichtet und so weiter. Das alles ist mittlerweile nachhörbar und wird nachlesbar sein, sobald wir die Briefe, die er an sie geschrieben hat, auch veröffentlichen können. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Grade der Bekanntschaft. Ein anderes Beispiel ist der mittlerweile im biblischen Alter noch in Vechta lebende Helmut Backhaus, der damals Brinkmanns Nachhilfelehrer in Deutsch war. Das wusste ich gar nicht. Mir war nur bekannt, dass er einen Nachhilfelehrer fürs Lateinische hatte. Dass Backhaus ihm aber auch Informationen über das Schreiben von Gedichten gegeben hat, das war doch sehr neu. Und er hat berichtet in einem längeren Gespräch, sehr interessant, dass Brinkmann ganz anders gewesen sei, als die Leute in Vechta heute sagen, dass er ein sehr freundlicher, zuvorkommender und höflicher Mensch gewesen sei. Etwas, das man sich normalerweise unter Brinkmann gar nicht vorstellen konnte. Also hier kommen dann doch sehr überraschende Einschätzungen zustande. Peter Kromme etwa, auch ein Schulfreund aus den alten Vechtaer Tagen, hat in seinem Podcast Anekdoten erzählt über das Schulleben im Gymnasium Antonianum und so weiter. Das kommt also jeweils darauf an, wie intensiv die Leute mit Brinkmann zu tun hatten. Und abseits der Nachhilfestunden im Deutschen, was für neue Erkenntnisse haben Sie da gewonnen? Es geht vor allem um Detailfragen. Also was hat Brinkmann wann wo gemacht? Das ist ja nicht immer nachweisbar. Wir haben ansonsten keine Dokumente außer den Zeugenaussagen. Wo wir das Ganze überprüfen können durch amtliche Dokumente, ist es natürlich einfach. Wo das nicht geht, sind wir eben auf solche Zeugenaussagen angewiesen. Und es geht natürlich vor allem auch um das Atmosphärische. Denn was wir später Geborenen aus dieser Zeit berichten können, ist ja nicht viel. Wir müssen es uns erarbeiten. Wir müssen gucken, dass wir die Zustände der 50er Jahre in Vechta irgendwie rekonstruieren können. Und da helfen diese Zeitzeugen natürlich ganz enorm. Diese Zeitzeugeninterviews, die Sie jetzt angesprochen haben, die laufen über die Kulturstiftung Rolf-Dieter Brinkmann. Diese Stiftung ist relativ jung, sie ist 2023 erst gegründet worden. Wie kam es zu dieser Gründung, Herr Stadtkus? Und vor allem, es gab ja bis vor gut 10 Jahren die Rolf-Dieter Brinkmann-Gesellschaft. Was ist der Unterschied zwischen einer Gesellschaft und einer Kulturstiftung? Ist nur der Name, der schöner klingt, der besser klingt? Das glaube ich nicht, dass da ein Name besser oder schlechter klingt. Zunächst muss man sehen, es gibt schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich Bestrebungen, auch das Thema Brinkmann wieder zum Gegenstand der öffentlichen Debatte zu machen. Und da ist die Brinkmann-Gesellschaft, die über viele Jahre gearbeitet hat, die Textsammlung herausgegeben hat, die auch Veranstaltungen gemacht hat, die ist da sehr erfolgreich gewesen. Die Arbeitsstelle, die jetzt hier an der Uni ja verankert ist mit Professor Fauser, die hat auf einer anderen akademischen Art und Weise diese Arbeiten ja auch, fortgeführt. Beide Bestrebungen, das Thema Brinkmann in die Öffentlichkeit zu bringen, haben natürlich eigene Voraussetzungen, die einmal in der Gesellschaft liegen. Das war, ich glaube, ein reiner Verein, wie es ja viele gibt. Und der Verein hängt natürlich daran, dass es Leute gibt, die tatsächlich dann auch sich im Privaten engagieren können. So, das Thema ist, es ist nicht nur ein Fußballverein gewesen, sondern es waren natürlich auch Leute, die sich damit auskennen mussten. Und das macht es natürlich schwierig, wenn die dann irgendwann nicht mehr da sind oder das nicht mehr zeitlich können oder wollen. Dann wird es für so einen Verein schwierig. Und ich glaube, das war auch die Entwicklung, die dann die Brinkmann-Gesellschaft einfach nahm. Die Arbeitsstelle hat ganz andere Voraussetzungen wieder. Die ist an der Uni angesiedelt. Die ist natürlich dann ein Stück weit abhängig davon, wie die akademische Entwicklung an der Uni ist, was die Landesregierung mit der Uni so generell vorhat. Und
da war der Ausgangspunkt der Initiatoren der Stiftung, das waren oder sind Uwe Bartels und Bernd Suding, dass man hier eine unabhängige Stelle braucht, die also nicht von Wohl und Wehe der Politik oder von öffentlichen Behörden abhängig ist, die aber auch ein bisschen selbstständiger arbeiten kann, als es ein Verein können kann oder machen kann. Eine Stiftung hat ja eine Besonderheit gegenüber einem Verein. Sie kann ein eigenes Vermögen haben. Also ein Verein kann zwar gute Dinge tun, kann auch Geld einnehmen und es wieder ausgeben, aber kann kein Vermögen einsammeln. Eine Stiftung ist letztendlich nichts anderes als ein eigenständiges, verselbstständigtes Vermögen. Also das Geld gehört keinem außer der Stiftung selbst. Und um diese Arbeit machen zu können, haben die Initiatoren gesagt, setzen wir das anders auf als eine Brinkmann-Gesellschaft, die, glaube ich, auch tatsächlich nur ein Verein war. Ich glaube nicht, dass es darüber hinausging. Und machen das als Stiftung. So, das heißt also, es wurde letztendlich Geld, also Spenden, eingesammelt von verschiedenen Gründungsstiftern. Und dann hat man diese Stiftung gegründet. Und diese Stiftung hat jetzt also einen gewissen Grundstock zur Verfügung, mit dem sie arbeiten kann. Und wer gehört zu den Spendern? Also wer hier in der Region hat ein Interesse, diese Kulturförderung mitzugestalten? Überraschend viele Leute gehören dazu. Also Bartels und Suding sind ja stadtbekannte Fechterpersönlichkeiten und die haben ein großes Telefonbuch und die haben, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend ein paar Leute gefragt und gesagt, habt ihr Interesse daran? Und die Resonanz war, so wie ich es festgestellt habe, außerordentlich positiv. Also wir waren ja nachher, glaube ich, mit 25, 26 Gründungsstiftern, die dann auch tatsächlich auch Geld gegeben haben in die Stiftung. Und die alle gesagt haben, das ist eine tolle Sache, das für Fechter eine Möglichkeit, sich auf ganz neue Weise mit dem Thema Brinkmann, auch mit der eigenen relativ jungen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das passiert bei einer kleinen Stadt natürlich eigentlich nicht. Und das ist eine Gelegenheit, uns auch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und zu fragen, was hat sich eigentlich verändert, in welcher Situation entwickelte sich Brinkmann damals und was hat alles das mit uns zu tun? Und da gibt es viele, die interessiert sind. Einmal natürlich die Zeitzeugen, die Professor Fauser schon genannt hat. Aber auch viele andere Fechter Bürger finden das eine ganz interessante und wichtige Sache. Und ich glaube, für die Stadt ist es eine Möglichkeit, auch nochmal wieder einen positiven Akzent zu setzen. Herr Fauser, es widerspricht ja aber so ein bisschen dieser Betitelung vom verlorenen Sohn Rolf-Dieter Brinkmann, oder nicht? Eigentlich nicht, denn wir reden hier über einen Wandel in der Rezeption des Autors, von einem Wahrnehmungswandel genauer gesagt. Und der hat tatsächlich in den letzten 15, 20 Jahren eingesetzt. Also die Arbeit der Brinkmann-Gesellschaft endete ja um 2010 herum. Sie war schon vorher eigentlich nicht mehr aktiv und hat sich dann 2013 aufgelöst. Da war also keine Beteiligung mehr spürbar. Dann habe ich mit der Arbeitsstelle und diesen Ankäufen weitergemacht und das Ganze aufgebaut und propagiert in die Öffentlichkeit getragen. Und jetzt spürt man so langsam ein Aufwachen bei diesem Thema, also ein neues Interesse dafür. Hat auch vielleicht damit zu tun, dass wir jetzt endlich auch größere Objekte zur Schau stellen können. Ich habe ja vor 2 Jahren in der Universitätsbibliothek eine Dauerausstellung eröffnet, im Sommer 2022. Da kann man kostenlos jederzeit zur Öffnungszeit der Bibliothek sich mal einen Eindruck verschaffen von diesen Handschriften, von den Texten. Es gibt auch eine Fülle von Bildern, es gibt Fotos, Aufnahmen von Brinkmann, seinen Freunden. Vom alten Fechter der 50er Jahre werden, wen das interessiert, der soll sich diese Ausstellung einmal anschauen. Das ist sehr interessant. Und das Ganze will die Kulturstiftung ja jetzt in ein größeres Haus überführen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Insofern haben wir tatsächlich jetzt einen Neuanfang mit dieser Kulturstiftung. Die Vorläuferprojekte gab es alle, aber nun wollen wir neu starten und das Ganze auf eine viel breitere Basis stellen. Diese Vor- und Nachlässe, über die wir jetzt schon öfter gesprochen haben, die Sie über die Arbeitsstelle angekauft haben, was muss ich mir darunter eigentlich vorstellen? Also Sie haben ja schon die Bandbreite so ein bisschen angesprochen. Wir reden über Schriftliches, wir reden über Fotos, wir reden über Bilder. Was fällt da alles drunter? Also ich mache das vielleicht an einem Beispiel klar.
die vorher erwähnte Elisabeth Piefke, die Jugendfreundin Brinkmanns, in die er so sehr verliebt war, dass er sie heiraten wollte. Sie wollte das auf gar keinen Fall. Die habe ich durch sehr schwierige Forschungsarbeit überhaupt gefunden. Ich wusste gar nicht, wo sie lebte. Ich wusste nicht, wo sie wohnt. Habe dann festgestellt, dass sie 500 Meter von meinem eigenen Haus entfernt lebte. Als ich das herausbekommen habe, war das natürlich ein Schock. Wir haben jahrelang in unmittelbarer Nähe voneinander gelebt und wussten nicht, dass wir uns mit demselben Thema auskennen. Als ich Frau Zöller, wie sie heute heißt, dann zum ersten Mal besucht habe, stellte sich heraus, dass sie einen Umzugskarton voller Texte, Briefe, Gedichte, Poesiealben und Widmungsexemplare von Büchern hatte. Ich konnte das gar nicht an einem Nachmittag alles sichten, musste mehrfach hingehen. Und dann entstand natürlich sofort die Idee, das nach Vechta zurückzubringen, das in die Arbeitsstelle zu überführen. Und sie war dann auch bereit, damit zu spielen. Und wir haben das dann im Rathaus der Stadt eben vorgestellt, als es soweit war. Also das ist ein kleines Beispiel dafür, was man sich darunter vorstellen muss. Es handelt sich um willkürlich ungeordnete Sammlungen aller möglichen Texte. Das meiste sind Briefe in aller Regel, aber eben auch kleine Gedichtsammlungen. Brinkmann hat also die Handschriften, die er hergestellt hat, er hat meistens damit Füller geschrieben oder gelegentlich auch mit der Schreibmaschine getippt und dann mit Füller wieder korrigiert. Er hat diese Gedichte sehr freigebig an Freunde verteilt, wo sie dann über die Jahre und Jahrzehnte hinweg auch bewahrt wurden. Genauso lief das auch mit dem ersten Poesiealbum, das er geschrieben hat. Das ist in Vechta entstanden, Februar, März 1957. Also das ist jetzt schon sehr lange her. Da war er gerade 16, 17 Jahre alt. Und es ist ein Poesiealbum mit 41 Gedichten. Das hat die Besitzerin mir übergeben. Sie hat mich angerufen, hat mich kontaktiert, als sie feststellte, dass wir uns in Vechta dafür interessieren, und hat mir das vor 9 Jahren mittlerweile eben übergeben. Das ist das älteste Dokument, das wir an lyrischen Texten von Brinkmann heute in Vechta wieder haben. Nach mehr als 60 Jahren ist das also zurückgekehrt. Das heißt, da sind ja auch einige Neuentdeckungen bei, Texte, die noch nicht veröffentlicht worden sind, Briefwechsel, all solche Sachen. Ist geplant, die zu veröffentlichen, die ja der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen? Das ist jetzt ein ganz neues Projekt, das im Jahre 2024 genehmigt wurde von der Fritz-Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung in Köln, die mir ein großes Projekt genehmigt hat zur Edition, zur Herausgabe aller Briefe von Rolf-Dieter Brinkmann. Also es ist die Idee, wir publizieren jetzt alle Briefe, die Brinkmann geschrieben hat. Den größten Teil besitzen wir hier in Vechta mittlerweile, ein Teil liegt in anderen Archiven, nur ein kleinerer Teil. Wir haben die Masse an diesen Texten, deshalb können wir das von hier aus auch leicht erledigen. Und das wird mit dem ersten Band starten. Das sind die Briefe, die er aus Vechta oder der Umgebung geschrieben hat. Er hat ja eine Zeit lang in Oldenburg versucht, Finanzbeamter zu werden. Er musste es versuchen, was natürlich sofort zum Scheitern verurteilt war. Nach 3 Monaten war er wieder draußen. Aber in dieser Zeit hat er natürlich intensiv Briefe geschrieben nach Vechta oder in Neuringe an der niederländischen Grenze. Hatte er sich 3 Monate lang aufgehalten beim Bruder von Elisabeth Piefke. Und aus dieser Zeit, in dieser Phase, hat er natürlich eine Menge Briefe nach Vechta geschrieben. Die haben wir hier alle und die werden wir publizieren. Und das ganze Projekt wird den Namen tragen, Vechta, Ausgabe der Briefe von Rolf-Dieter Brinkmann. Das klingt nach einem Mammutprojekt, aber es wird ja wahrscheinlich nicht das einzige Projekt sein, was vor allen Dingen jetzt mit Blick auch auf die Kulturstiftung Rolf-Dieter Brinkmann in Vorbereitung ist. Herr Stadtkus, wie sieht die Öffentlichkeitsarbeit aus? Wie wollen Sie Rolf-Dieter Brinkmann der Öffentlichkeit wieder neu vorstellen? Was ist da geplant? Die Aufgabe der Kulturstiftung ist tatsächlich, zunächst mal Öffentlichkeit wiederherzustellen. Also Brinkmann wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, das ist uns in den letzten 12 Monaten auch schon zumindest zu einem
einem guten Teil geglückt. Also wo man hinkommt, zumindest haben die Leute schon mal wieder eine Idee davon, dass es da jemanden gibt, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Und wir wollen Impulsgeber sein. Also wir können keine akademische Arbeit leisten. Also das macht Professor Fauser an der Uni, an der Arbeitsstelle. Das ist eine andere Aufgabe. Die Stiftung, die muss informieren, die muss Akzente setzen. Also wir haben jetzt, dauert natürlich alles, wir müssen eine Internetseite machen. Die haben wir jetzt fertiggestellt, die ist veröffentlicht. Kann sich jeder anschauen, was die Stiftung machen möchte, was sie tut. Und da gibt es dann auch erste Informationen zu Brinkmann. Also das sei mal empfohlen an der Stelle. Wir haben ein Podcast-Projekt gemacht, was Professor Fauser schon erwähnte. Da wollen wir die Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Das ist ja schon fast ein akademisches Projekt, aber auch das ist ein Stiftungsprojekt, wo wir sagen, wir wollen einfach das Thema wieder in die Bürgerschaft zurückholen. Wir wollen die, die ihn auch selber kannten, zu Wort kommen lassen, solange es diese Leute natürlich noch gibt. Die sind ja auch alle in der Zwischenzeit hochbetagt. Brinkmann selber wäre ja heute über 80 und so sind natürlich die Zeitzeugen auch alle über 80. Das heißt, da müssen wir uns natürlich beeilen, damit wir diese Lebenswirklichkeit von damals natürlich auch noch in die Öffentlichkeit wieder bringen können. Also das ist ein Projekt. Wir haben eine Veranstaltung Bürger lesen Brinkmann, die jetzt zum ersten Mal stattfindet und wo wir sagen, da sollen einfach der ganz normale Bürger, der vielleicht Brinkmann kennt, der vielleicht nicht kannte, der sich aber vielleicht dafür interessiert, einfach mal Texte selber lesen können. Und das finde ich eine ganz spannende Idee. Das findet also in der Stadt statt, in der Kneipe, ist nicht irgendwo im Uni-Hörsaal oder irgendwo, wo man sich vielleicht nicht hintraut, sondern da kann tatsächlich jeder hinkommen. Und das ist einfach der Ansatz, auf ganz verschiedenen Ebenen die Bürger wieder in Kontakt mit Brinkmann zu bringen. Und dann, und das ist dann so ein bisschen das mittlere Ziel, das Fernziel vielleicht, wollen wir natürlich die Sammlung, die existiert und die auch derzeit noch weiter ausgebaut wird, diese Sammlung wollen wir einem eigenen Rahmen zuführen. So. Und dafür braucht es irgendeine Art Haus, Immobilie. Wir sprechen immer, wenn wir darüber reden, vom Brinkmann-Haus. Da sind wir in Gesprächen mit der Stadt, mit der Stadtverwaltung, mit dem Rat, welche Möglichkeiten es da gibt. Wir haben da ganz tolle Vorstellung, wie wir finden. Und da ist es jetzt Aufgabe auch der Stiftung, diese Gespräche zu führen, zu informieren, auch Konzepte zu erarbeiten, wie solche Einrichtungen aussehen können. Das heißt, da ist noch viel Arbeit vor Ihnen, sowohl im publizistischen Sinne als auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. Herr Professor Fauser, vielen Dank. Bitte. Herr Stadtkus, auch Ihnen vielen Dank. Gern geschehen, danke. Und wer jetzt neugierig geworden ist auf Rolf-Dieter Brinkmann und sein Werk, der ist herzlich eingeladen, am Freitag, den 27. September, zum Literaturabend im Kombinat in Vechta zu kommen. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Kaschen Duzat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.